Liebe Gemeinde, wir schreiben heute den 12. Januar 2014. Meine Klausurphase beginnt, Ursula von der Leyen will, dass die Bundeswehr familienfreundlicher wird und jeder, der dachte, die größten Idioten, die es gibt, treiben sich auf YouTube rum, hat wohl noch nie etwas von Ask.fm gehört. Ask.fm ist eine Seite, auf der Menschen Fragen über sich beantworten oder andere User mit Fragen bombardieren können, damit diese denken, es würde sich tatsächlich jemand für sie interessieren und sie nicht Teil der traurigen Selbstmordstatistik werden. An für sich eine gute Sache, wenn die Spezies namens Mensch nicht zu einem Großteil aus Vollidioten bestehen würde, die diese schöne Seite dafür missbrauchen, eine ganze Welt offen zu legen, was für ein Haufen degenerierter Pfosten sie doch sind. Falls ihr jetzt nicht genau wisst, wovon ich rede, habe ich hier einfach mal ein paar beispielhafte Profile für euch rausgesucht. Fangen wir doch mal an. Der erste User, mit dem wir uns beschäftigen wollen, nennt sich Joachim Piper und leidet wie leider so einige Menschen in Deutschland am Mikropenis-Syndrom, welches im Volksmund besser unter dem Namen Nationalsozialismus bekannt ist. Dieses Syndrom tritt meist dann auf, wenn ein Mensch in seiner Kindheit vermehrt Schläge auf den Hinterkopf erhalten hat, was dazu führte, dass er in seiner geistigen Entwicklung auf dem Niveau eines 5-Jährigen stehen blieb. Weitere Folgen dieser Krankheit sind Haarausfall, ein stark eingeschränktes Artikulationsvermögen, welches meist nur ausreicht, um 3-4 simple Sprüche wie Sieg heil, Ausländer raus oder Deutschland den Deutschen hervorzubringen, sowie eine Wirbelsäulenfraktur, die es unmöglich macht, das Haus ohne orthopädische Schuhe zu verlassen. Auf der Ask.fm-Seite von Joachim Piper kann man sich als Nutzer nun einmal die kompletten Auswüchse dieser Krankheit vor Augen führen. Das ist hochgradig interessant und es wäre echt eine Schande, wenn einige von euch unten auf der Seite auf Kontakt klicken und seine Seite wegen Hassreden anprangern würden. Aber lassen wir die Nazis jetzt mal in Ruhe, die wurden mit ihrem Aussehen schon genug gestraft und irgendwann, wenn ich Zeit habe, werde ich dem braunen Volk dann auch mal ein eigenes Video widmen. Das nächste Profil, das wir uns nun genauer ansehen werden, stammt aus der von mir so getauften Drecks-Hipster-YOLO-Szene, die einen Großteil der Ask.fm-User ausmacht. Was genau ihr euch darunter vorstellen könnt? Nun, denkt euch einfach ein 17-jähriges Muttersöhnchen, das Fotos von sich selber macht, diese dann mit Filtern überrollt und per Photoshop so glatt bügelt wie seine Mama abends seine I Love Justin Bieber-Unterhosen. Diese Bilder werden von unserem Swagger dann als Profil mit eingestellt und sorgen dadurch für Wasserfälle zwischen den Beinen von frühreifen 10-jährigen Mädchen. Ich würde euch an dieser Stelle ja nur zu gerne Beispielbilder eines solchen Profis zeigen, aber dann läge vermutlich wieder ein Fall von Cybermobbing vor und die Internetpolizei würde meinen YouTube-Kanal anal penetrieren. Aus diesem Grund führe ich euch die Dummheit eines solchen Hipsters mal anhand von ein paar von ihm beantworteten Fragen vor. Hi, er, hi, sie, hi, er, wie geht es dir? Sie, mir geht es gut. Er, was machst du gerade? Sie, ich esse gerade Pizza und kuscheln mit dir und du? Er, auch, aber ich kuscheln mit meinen Schlampe. Sie, HDF, ich blockiere dich sofort, du verdammte Wichser. Ey, das war so lustig, ich gehe jetzt in die Küche und spiele mit einer Gabel im Toaster. Jetzt mal ohne Scheiß, was ihr nicht wisst, der Betreiber dieses Profils ist laut eigenen Angaben 18 Jahre alt. Welcher 18-Jährige lacht denn bitte über sowas? Nicht nur, dass da gefühlte 200 Rechtschreibfehler auf 30 Wörter kommen, sondern es ist auch einfach nicht lustig. Und das Verstörendste daran ist, diese Antwort gefällt dann auch noch 66 Menschen. Naja, jetzt weiß ich wenigstens endlich, wo sich die ganzen Mario-Bart-Fans tagsüber so rumtreiben. Aber machen wir mal weiter. Deine heutige Laune? Alter, meine Mutter kauft 3 Schachtelzigaretten für mich, hahaha, was ist los heute? Okay, mal abgesehen davon, dass das keine adäquate Antwort auf die gestellte Frage war, hätte deine Mutter dir vielleicht mal einen Duden mitbringen sollen? Ich meine, wenn sie es schon tragischerweise nicht geschafft hat zu verhüten, dann könnte sie ja wenigstens der Nachwelt anderweitig einen Gefallen tun. Moment mal. Ah, kluge Mutter, weitermachen. Ich würde dich locker heiraten. Ich würde dich locker deine Muschi mit Böller reinstecken, bis es knallt. Hahaha. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, unsere Altersvorsorge. Aber genug davon, wir machen uns nun weiter auf zur dritten und letzten weit verbreiteten Art von Ask.fm-Usern, den Nutten. Kurze Zusammenfassung. Ebenso wie die Hipster-Schwuchteln sind die Ask.fm-Nutten oftmals minderjährig, pressen auf Bildern ihre Körbchengröße A mit Stiche so weit aus ihren V-Ausschnitten, wie nur irgendwie möglich und sind alles in allem auch nur ein weiterer Beweis dafür, dass es in unserem schönen Land so einige Eltern gibt, die scheinbar hängengebliebene Kinder sammeln. Ask.fm-Nutten zeichnen sich dadurch aus, dass sie versuchen, die Aufmerksamkeit, die sie zu Hause nicht bekommen, im Internet durch das Posten von irgendwelchen lächerlichen Statusmeldungen zu erhalten. So gut wie jede zweite Nachricht auf den Profilen solcher Mädchen hat irgendwas mit Sex zu tun und dreht sich darum, wie gerne sie doch mal kräftig durchgebürstet werden wollen. Dass sie sich durch solche Aktionen nur lächerlich machen und den pädophilen Vergewaltiger-Abschaum auf sich ziehen, scheint sie hierbei meist nicht weiter zu interessieren, denn hey, ist doch geil, so als Wix-Verlage für 60-jährige Kinderficker herzuhalten, oder? Und jetzt mal ohne Scheiß, unser schöner Staat reißt sich dafür ein Bein aus, um die Bürger vor bösen File-Sharing-Seiten zu schützen, die ja bekanntlich schuld am 11. September, dem Irakkrieg und Naturkatastrophen wie Justin Bieber sind, aber er lässt es zu, dass kleine Kinder im Internet Russisch-Roulette mit ihrer Würde spielen. Also ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt, aber meiner Meinung nach ist da irgendwo irgendwas ziemlich schief gelaufen.